Dann lass mal anfangen. Mensch, sag auch wie. Mensch, wie geht's dir denn so? Ganz was soll ich jetzt hier eigentlich, Mensch? Du hast mich hier wieder irgendwo hergelockt oder hingelockt. Ja, Michael, ich zieh dich jetzt ins Internet. Ins Internet? Ja, wir machen jetzt ganz neue, schicke Sachen. Wir haben da eine Kamera, wir haben da einen Verantwortlichen hinterstehen und wir gehen jetzt auf YouTube. Wir machen jetzt richtig schicke Sachen. Aha. Weil wir schreiben keine Postkarten mehr und keine Briefe mehr. Stell dir das mal vor. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin ja eigentlich noch immer so ein Postkartenfan. Aber sind wir beide. Also du bist weiter aus dem Urlaub für mir eine Postkarte, kein Problem. Ach so. Also kein Problem. Das ist schon ein bisschen eng zur Zeit, aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwann mal wieder hin. Ich denke auch, ja. Reisen ist schwierig gerade. Ja. Ja, was gibt's denn so Neues bei dir? So, wie war die Woche? Ach, na gut, jetzt nutzen wir gerne diesen Kanal hier und wir wollen ja gucken, dass wir Leute informieren. Bei mir war es jetzt Neues. Wir haben natürlich jetzt versucht, die misere Lage, das weißt du ja selber. Du hast ja netterweise über unsere Fraktion einen Sonderausschuss jetzt beantragt. Wir versuchen natürlich den Sport wieder an den Start zu kriegen. Wir haben ja gerade momentan das Problem, dass uns das allen reicht. Wir haben ja alles mit der Pappen satt. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Ausschuss, wo wir beide waren. Und das Neue ist, glaube ich, dass wir uns für den Sport gerade gemacht haben. Gerade wieder mal. Ja, was ist dir denn noch so in Erinnerung geblieben? Was war für dich denn das Makabre eigentlich in diesem Ausschuss? Oh, war eine ganz schöne Woche, sag ich mal so. Sehr anstrengend. Okay. Weil da gab es ja noch den ersten Teil, den Montag. Aber dann sind wir erstmal gerade beim Donnerstag, beim Sportteil halt mal diesmal. Du willst ja ein bisschen interessant, sag ich mal, in dem Sinne, war ja auch interessante Ausschussarbeit, sag ich mal, in dem Sinne, aber war gar nicht so einfach. Ja. Also mir ist hängen geblieben am Donnerstag, dass wir eigentlich es gut geschafft haben, alle zu begeistern für den Sport und auch hinter uns gebracht haben. Aber einer ist ausgestellt. Weißt du denn noch, wer das war? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Meinst du etwa den Ausschussvorsitzenden? Ja. Ja, so ein bisschen, naja. Wie war der eigentlich? Ja. Es war irgendwie, war das komisch. Alle waren sich fast einig, würde ich mal sagen. Ja. Wollten was für einen Sport machen. Ja. Bloß der Ausschussvorsitzende hat sich so ein bisschen quergestellt, glaube ich. Ja. Aber wissen wir eigentlich, warum er das getan hat? So richtig nicht, glaube ich. Also okay. Ich glaube, er hadert mit sich selber auch jetzt, glaube ich, so ein bisschen. Ja, aber naja, waren ja nur vom Sport da, die haben es ja gesehen, aber das ist ja nun eine andere Sache. Ich hoffe mal, dass wir ein gutes Ende finden, ja. Die Bürgerschaft, denke ich mal, ja. Dass wir es hinkriegen, ne? Mit Unterstützung von Sport natürlich. Ja. Das war sehr wichtig. Ne? Wir machen das für unsere Vereine, für den Sport in unserer Stadt und genau bringen sie an den Start. Und wir haben Donnerstag Bürgerschaft da diesen gemeinsamen Antrag aus dem Ausschuss, das ist wichtig für die Sache, für den Sport, weil unsere Augen... haben wir uns ja gesagt und auch für alle anderen. Wir haben so eine schönen, wunderbaren Zahlen momentan, die so niedrig sind, dass wir einfach jetzt den Sport wieder an den Start bringen müssen. Nicht nur den Sport, es geht ja auch, das hast du deine Sachen ja auch gehabt, auch im Wirtschaftsausschuss, um einfach die Wirtschaft und alle anderen Sachen. Wir müssen irgendwie wieder in die Normalität eintreten. Das ist jetzt unsere Aufgabe gerade, dafür stehen wir gerade. Und ich denke mal, wir werden auch mit Corona noch leben müssen. Ja. Ob so oder so. Ne? Und wenn man sieht, wie bei uns die Fallzahlen sind, glaube ich, können wir auch ein Vorreiter mal werden. Ne? So. Ja. Versuchen zumindest. Das heißt, wir machen Angriff? Nägel mit Köpfen, würde ich mal sagen. Ja. Das kriegen wir hin. Und kein Rumeierei. Wir wollen, dass es jetzt irgendwie vernünftig weitergeht. Genau so. Mit Zukunftskonzepten. Sag mal, wie lange haben wir Corona eigentlich schon? Fast ein Jahr. Ne? Ein Jahr. Wie viele Konzepte gibt es eigentlich schon? Gute Konzepte, die auch für die Zukunft halten. Wie waren wir denn davon? Kann ich gar nicht sagen, es ist ja jede Woche ein anderes Konzept. Die Zahlen. Schon schwierige Situation auf jeden Fall. Die Zahlen werden weniger, aber siehst ja, passiert tut gar nichts. Und keiner und alle verstecken sich hinter irgendwelchen Paragraphen und ja. Sagen mal. Alle verstecken sich in ihrer Maske. Ach, genau. Ja, und dann war ja noch. Der berühmte Montag. Oh ja, der Montag. Der war interessant. Wir müssen ab und zu auch mal eine. Also, Postkarte kann man ja immer schreiben und guckt runter. Aber da wir ja so einen Film müssen ab und zu auch mal zu unseren Zuschauern gucken. Was sind diese drei Kameras da in den kleinen Dingen? Ach so, das ist auch, ja. Ja, guck mal, ist das da? Ja. Da, genau. Guck mal, kannst du auch winken. Du kannst sagen: Hallo, Oma, hallo, Oma. Wie geht's euch? Ja, geht's. Aber nochmal zum Montag. Was war der Montag? Das fand ich ja auch wirklich interessant.
Ich denke, das war auch ganz schön medial auch, weil uns das auch wirklich pikiert hat. Ne? Das hat mich auch echt genervt. Erzähl mal, Montag da war. Da kam die Spritze zum Vorschein, ne? Ah, ja, stimmt. Ne? Wir dann nun hier nicht, ne? Aber der Sozialdemokrat war nicht sozial. Ne? Nee, der war nicht sozial. Ich glaube, er hat mehr an sich gedacht, so ein bisschen, aber naja, gut, das kann man, ne? Kann man sehen, wie man will. Aber was ich viel schlimmer fand am Montag, wir hatten ja noch einen Eilantrag gestellt. Wir wollten ja unbedingt den Sport noch mit auf die Liste nehmen. Also, wir hatten ja einen Eilantrag gestellt, dass der Sport nochmal zum Thema wird im Kreisausschuss, weil wir natürlich das Gleiche, was wir in der Stadt versuchen, für den Sport und die Wirtschaft, versuchen wir natürlich auch im Kreis zu machen, weil es natürlich, wir sind ja keine kreisfreie Stadt, deswegen müssen wir das alles auch über den Sinn machen, also im Kreis verankern. Und dieser Antrag wurde leider abgelehnt. Zwar knapp, aber er wurde abgelehnt. Deswegen machen wir es nochmal nächste Woche im Ausschuss, versuchen wir es nochmal. Da hätten wir den Landrat auch ein bisschen unter Druck setzen können, ne? Gemeinsam mit dem Sportbund wieder, sage ich immer wieder, aber es wurde leider, ja, wie Hoffi gesagt, abgelehnt. Ja. Naja. Aber der Montag war so nicht so ein guter Start, das muss man ganz klar sagen. Sag mal, so mal für Informationen für die, die es schauen und nicht uns so kennen. Wie viele Termine hast du eigentlich so die Woche ungefähr im Schnitt? Ja, 3-4 Termine, wenn es schon Schnitt sein. Ja, ungefähr. Schnitt, ja. Kommt mir auf die Woche drauf an, aber sind wir unterschiedlich. Ne? Aber es gibt ja auch Wochen, da sind mehr als 3 Termine, wa? Ja, da ist man schon, ja, 4-5 Mal schon unterwegs. Ne? Okay, ne? Also jeden Tag muss man. Aber das weiß man ja, das weiß ja, ja, ne? Wo ja, man sich einlässt. Ja. Das, ja auch, das macht ja auch Spaß, weil wir auch das gerne machen und weil wir es auch, ne, mit Erfolg tun. Genau, und weil wir auch was bewegen wollen. Ne? Ja. Das ist ja nun mal so. Ich denke, genau. Das haben wir nächstes Jahr, letztes Jahr schon gut gemacht. Oder versucht zumindest, man kann es sich jedem recht machen. Du. Aber das ist so, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht der Wille aller, dass wir es allen recht machen. Jo, so ist es. Übrigens haben wir schon erzählt, eigentlich, wir sollen wieder in die Kamera sprechen, wie unser Format hier heute heißt. Also wir haben uns überlegt, wir waren total kreativ und haben uns zusammengesetzt und haben entschlossen, oder vielleicht haben wir es auch nicht entschlossen, vielleicht schreibt es auch einmal unten in die Kommentare, man kann nämlich das auch, wie bei der Postkarte unten, Kommentare unter das Video schreiben. Kann man auch, das geht, tatsächlich. Ja, doch. Gibt es ja wohl gar nicht. Und dann kann man darunter schreiben, ich bin ja begeistert, wie man sich das vielleicht auch wünschen kann. Also wie soll die Sendung heißen zum Beispiel. Wir wollten ja unregelmäßig mal die Sendung jetzt tun. Wir wissen noch nicht, in welchem Format und wie oft wir das alles machen, aber wir haben ja auch wenig Zeit, wie gesagt. Wir haben uns gedacht, 2 Klappstühle, 3 Meinungen wollen wir das nennen hier. Und dann treffen wir uns hier unregelmäßig und dann machen wir einfach ein bisschen, bringen euch mal auf den Laufenden, weil uns das auch wirklich viel Zeit kostet, immer diesen ganzen Inhalt zu schreiben, den wir da in der Politik erleben und den wir für euch da versuchen umzusetzen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen vom Postkartenschreiben weg und gehen zum Talken. Genau. Genau, deswegen treffen wir uns hier und machen mal so ein bisschen Talk. Wollen wir einfach mal ein bisschen informieren, was Phase ist so. Genau, das ist die Aufgabe dieses Formates. Vielleicht haben wir heute noch nicht so richtig ausführlich ausgeholt und es wird auch mehr Themen geben, noch mehr brennen. Wie gesagt, die Wirtschaft ist ja auch am Boden und auch was unser Landrat jetzt ja gerade macht, diese kleinen, schrittigen Sachen, dass wir jetzt erstmal zur Kosmetik gehen, anstatt erstmal die Läden offen zu machen. Das sind also Sachen, die uns bewegen und die wir irgendwie auch demnächst auch ansprechen werden und versuchen werden zu ändern. Weil in unseren Augen da verstehen wir nicht, warum 500 Leute in Aldi gehen können, aber nicht 20 Leute in einem kleinen, ja, Kleidungsgeschäft. Es sind ja vor unseren Augen entscheidend die Quadratmeter pro Person und das müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie verdolmetscht kriegen und wir müssen irgendwie von unten, wir sind ja nun mal nicht in der Landesregierung und oben, aber wir müssen von unten nach oben Druck machen und immer gucken, dass wir das irgendwie bewegen. Das ist unsere Idee dabei und um euch mitzunehmen, machen wir es jetzt online. Genau, und den Leuten auch mal Positives beibringen und nicht immer negativ, negativ, negativ. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir endlich mal Mut zum Leben wieder haben, alle, und mal ein Licht sehen am Ende des Tunnels, glaube ich. Das ist wichtig, ne? Wir wollen einfach euch zeigen, dass wir noch dabei sind und da irgendwie das, genau, euch mitnehmen und sagen, nicht mehr lange, wir haben es gleich geschafft. Genau. Genau. Wir brauchen einfach mehr Mut für Entscheidungen, definitiv, und wir müssen zusehen, dass wir alle, ja, positiv bleiben ist echt schwierig, ne? Aber es muss. Muss. Muss positiv bleiben. Genau, das haben wir auch immer wieder gesagt. Ja, genau. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen, schreiben wir einen Take-Off und Take-Up, weil, wie heißt das drin, Christian, da weiß ich schon. Machen wir so ein bisschen. Und wir machen eine richtig schöne Sache. Genau. Wir werden es vielleicht auch nicht so lang machen wie heute. Vielleicht machen wir es auch nur 1-2 Minuten. Ach, das schauen wir mal. Wir gucken mal. Lieber mal ein bisschen öfter und kürzer. Ja, eine Kürze liegt die Würze. Genau, wir wollen ja nicht eben auf den Ketten gehen oder auf den Sack, wie man sagt. Ne? Genau. Genau. Gut. Gut, ja, wie gesagt, kurz berichtet, wir kämpfen für die Wirtschaft und für den Sport, dass wieder alles seine Normalität hat.
Und auf diesem Kanal werden wir uns öfter sehen und oder auf der Straße. Genau. Da sieht man uns ja auch öfter. Richtig. Und ja, falls ihr noch nicht wisst, worum es geht, Bürger für Straße und informiert. Genau. Wir wünschen euch von dieser Warte erstmal ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende und Sport. Sportfrei. Sportfrei. Bleibt sportlich und kreativ. Genau. Gut. Tschüss. Tschüss.